In Griechenland verschärft sich die Coronavirus-Krise. In den Krankenhäusern werden jetzt mehr als 1000 Covid-19-Patientinnen und Patienten behandelt. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen ist auf mehr als 1500 gestiegen. In der Hauptstadtregion Attika sind mehr als 70% der Intensivbetten mit Covid-19-Patientinnen und Patienten belegt. Die Neuinfektionen steigen so stark, dass wir Studien zufolge bis Weihnachten täglich 4000 Fälle haben werden. Das wird das System nicht verkraften. Es ist unmöglich, wie sehr wir das System jetzt auch nachbessern. Selbst wenn die Ärzte ihr Möglichstes tun, wir werden nicht in der Lage sein, damit fertig zu werden. Die hohe Zahl der an Covid-19 Erkrankten führt dazu, dass Patientinnen und Patienten mit anderen Leiden schlechter versorgt werden. Es wurden sogar Krankenhausstationen geschlossen. Jetzt beginnen die Monate mit anderen Infektionskrankheiten. November, Dezember und Januar werden wir die normale Grippe haben. Die Gesamtsituation macht dann andere Operationen schwierig. Wir alle müssen sehen, was wir tun können, um die Szenen, die wir im Ausland, in Europa und in Amerika gesehen haben, zu vermeiden, wo Ärzte entscheiden mussten, wer intubiert wird und wer nicht. Regierungschef Mitsotakis geht davon aus, dass Griechenland 2 Wochen hinter anderen Ländern zurückliegt und will in den kommenden Tagen neue Corona-Regeln ankündigen.